Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir sprechen mal heute über zwei Dinge, die auf dem ersten Moment gleich klingen, aber was völlig unterschiedlich sind, nämlich zum einen über Wahrscheinlichkeiten und zum anderen über Möglichkeiten. Und warum das wichtig ist für Optionshändler, darum geht es jetzt hier in diesem Video, okay? Wenn wir Optionen handeln, da ist es jetzt erstmal vollkommen egal, ob wir Optionen kaufen oder ob wir Optionen verkaufen, dann tun wir das in der Regel immer anhand von Wahrscheinlichkeiten. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ein Punkt, um Optionen anhand von Wahrscheinlichkeiten bewerten zu können oder um eine mögliche Marktbewegung bewerten zu können, ist das Delta. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, eine Option mit einem Delta von 50, die jetzt schon ein bisschen weiter in dem Thema sind, die werden sagen, okay, was ist eine Delta 50 Option? Richtig, genau, das ist eine Option am Geld, also eine am Geld liegende Option. Und wenn du eben jetzt beispielsweise eine Call-Option kaufst, was hast du dann für eine Wahrscheinlichkeit, dass der Markt steigt? Delta 50, 50% Wahrscheinlichkeit. Und das macht natürlich auch total Sinn. Ne? Also wenn wir das einfach hier mal kurz aufzeichnen, du hast hier einen Markt. So, hier, das ist ein Markt, okay. Und jetzt sagst du dir an der Stelle hier Long Call. Hier kaufst du jetzt einen Call, also genau am Geld. Dann hat er eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass er ins Geld geht oder nicht. Wenn du jetzt dagegen sagst, du kaufst ganz weit oben entfernt, hier oben kaufst du irgendwie einen Call und der hat eben ein Delta von, sagen wir mal, 5. So, also der ist ganz weit weg. Dann wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt dahin geht? 5%. So, und das ist natürlich umgekehrt noch wichtiger. Ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, du machst das jetzt beim Optionsverkauf. Du sagst also jetzt, okay, ich verkaufe eine Option, beispielsweise eben an der ersten Standardabweichung, dann hat die so ein Delta von ungefähr 16 und dann weißt du eben, okay, es gibt eine roundabout 16%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Preis der Aktie, des Futures, was auch immer du da hast, dahin läuft. So, das sind Wahrscheinlichkeiten. Und jetzt gibt es aber noch etwas, und das verwechseln viele, und zwar Möglichkeit. Und zwar, wenn du jetzt beispielsweise sagst, du hast eine Option, ihr wundert euch jetzt vielleicht, was kracht da hier gerade, ne? Und ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Hier hinten, hier, da liegt mein Brösel und der verspeist gerade einen Knochen. Und deswegen hört ihr das jetzt so ein bisschen hier im Hintergrund. Okay, also nochmal. Wenn du jetzt beispielsweise eine Option verkaufst, die eben extrem weit aus dem Geld liegt, die hat jetzt beispielsweise nur ein Delta von 5. Jetzt schauen viele Leute nach und sagen, okay, Delta 5, was ist das für eine Wahrscheinlichkeit? 5%, das heißt 95% Wahrscheinlichkeit, dass es nicht dahin geht. Aber, und das ist jetzt der andere Punkt, natürlich besteht jederzeit, vom ersten Moment an, die Möglichkeit, dass es dahin gehen könnte. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich das bewusst macht. Viele blenden das dann irgendwie aus. Sie sagen, ja, wenn ich jetzt immer nur Delta 5 Optionen verkaufe oder Delta 10 Optionen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit so gering, dass es dahin geht. Dann kann ich das ja quasi sorglos machen und kann auch entsprechend große Positionen machen. Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht sehr groß. Die Möglichkeit aber, die ist zu jeder Zeit gegeben. Und das ist genauso wie wenn wir sagen, okay, was ist denn jetzt relevant oder was ist denn jetzt wahrscheinlich, wo sich beispielsweise der S&P 500 hinentwickeln wird. Wenn wir beispielsweise sehen, der Markt ist nach unten gegangen und wir haben eine extrem angestiegene Volatilität haben. Und jetzt können wir nachschauen bei unseren Optionen und jetzt sehen wir eben, okay, es gibt nur eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Markt weitere 25% fällt, ne? Dann ist das eine Wahrscheinlichkeit. Und als Optionshändler müssen wir mit diesen Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Aber wir sollten nie vergessen, dass es nichtsdestotrotz, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, immer die Möglichkeit gibt, dass das passieren kann. So,
Und deswegen musst du auch die Möglichkeit immer mit einberechnen in deinen, oder einbeziehen, besser gesagt, in deinen Handel. Wie machst du das? Naja, indem du ganz einfach zwei Dinge machst. Erstens, du suchst dir Trades heraus, die ein für dein Szenario vernünftiges, eine vernünftige Wahrscheinlichkeit haben. Das heißt, wenn du eben jetzt sagst, du kaufst Optionen, dann solltest du eben nicht mit kleinen Deltas agieren. Okay? Wenn du permanent immer nur Delta 3 Optionen kaufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis sich großartig auf diese Optionen auswirkt, nicht sehr, sehr hoch. Es besteht zwar die Möglichkeit, aber es ist nicht sehr, sehr hoch. Und umgekehrt, also das heißt, wenn du Optionen kaufst, solltest du eher hohe Deltas kaufen. Ne? 50, 60, 70 vielleicht sogar. Wir lassen jetzt mal Spreads und so alles weg, okay? Aber du solltest relativ hohe Deltas kaufen. Wenn du jetzt dagegen Optionen verkaufst, ja, dann macht es Sinn, eher in den etwas niedrigeren Delta-Bereich zu gehen. Vielleicht so 16, 10, was weiß ich, ne? So in dem Bereich. Aber du musst natürlich nichtsdestotrotz immer noch mit einkalkulieren, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wie kalkulierst du das ein? Über dein Risikomanagement. Okay? Dass du eben beispielsweise sagst, okay, wenn ich eine Delta 5 Option verkaufe, weit aus dem Geld, dann besteht realistisch die Möglichkeit, dass der Preis dahin geht. Zwar in seltenen Fällen, aber es besteht. Und dann musst du überlegen, was hätte das für Auswirkungen? Und wenn du eben dann gesagt hast, ich habe für 20% meines Kontos Delta 5 Optionen verkauft, dann wird es dich irgendwann mal treffen. Dann wird es dich irgendwann mal aus den Rennen nehmen. Das heißt also, Wahrscheinlichkeit, das bestimmt dein Risikomanagement. Oder dass du eben sagst, ich verkaufe weit aus dem Geld liegende Optionen, hedge mich auch beispielsweise, indem ich statt nackter Optionen Spreads handle. Absolut okay. Und das hat nichts mit der Wahrscheinlichkeit zu tun, sondern mit der Möglichkeit, dass der Markt ja doch dahin laufen könnte. Ich weiß, das mag jetzt ein wenig verwirrend klingen. Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit. Ne? Ihr sollt euch da dabei auch bloß vor Augen halten, wenn du einen Trading-Ansatz verfolgst, egal welcher der jetzt ist, wir machen halt jetzt hier Optionen, dann musst du etwas finden mit großer statistischer Wahrscheinlichkeit. Im Aktienbereich wäre es eben so, wenn eine Aktie auf ein neues Allzeithoch ausbricht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es weiter nach oben geht. Nichtsdestotrotz besteht auch immer die Möglichkeit, dass es genau das Gegenteil passiert. Okay? Und aus dem Grunde musst du diese Möglichkeit einkalkulieren und darf nicht sagen, so alles auf ein Pferd, mein ganzes Geld ist auf diesen Ausbruch dieser Aktie und jetzt ohne Stop-Loss umdrehen, nicht mehr hinschauen, schau mal, was nach 4 Wochen gekommen ist. Nein, das darf nicht sein. Ne? Und deswegen mach dir immer mal bewusst, was ist eine Wahrscheinlichkeit, was ist eine Möglichkeit. Okay? Ganz, ganz wichtig. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, dann schreib mir das hier in die Kommentare. Wenn dir diese Begriffe, ich denke, die sind jetzt klar, aber wenn sie nicht klar sind, dann überleg dir, warum sie dir nicht klar sind, ob du vielleicht noch was lernen musst. Es gibt viele Möglichkeiten zu lernen. Erste Möglichkeit, du schaust dir die gefühlt 500 Videos an, die es hier an diesem Kanal gibt. Ich weiß nicht, wie viel gibt es denn jetzt Videos? Ich muss schnell mal schauen. Ich schaue jetzt mal ganz schnell nach, wie viel es jetzt hier Videos gibt. Wartet mal kurz. Also, Optionsstrategien, gehen wir mal schnell hin. 676 Videos. Wow. 676 Videos, das ist echt der Hammer. Das ist, ja, das ist schön. Es kann natürlich sein, jemand schaut von euch nach, findet gar nicht 697 Videos. Kann sein, weil ein paar sind versteckt, die zeigen wir nicht allen, sondern die zeigen wir nur Kunden, die bei uns zum Beispiel Online-Lehrgang für kleine Konten kaufen oder die beispielsweise auch hier an der Akademie sind. Wenn ihr sagt, ja, ich will ja was über Optionen lernen, ich weiß auch nicht so richtig was, ne? Trag dich ein in, hol dir einen Telefontermin da unten und dann kannst du ein kostenfreies Beratungsgespräch machen. Wir zeigen dir, wo du stehst, was du mit Ausbildung erreichen kannst und dann kannst du entscheiden, was du dafür tun willst. Okay? Da unten ist der Link, trag dich ein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.